ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum 17. Tag heute. Heute gibt's ein Körperforming mit dem Topanga. Du kannst, wenn es zu viel wird, das Gewicht einfach weglassen. Nimm ihn, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es und fordere dich ruhig so ein bisschen raus heute. Aber wenn du merkst, sie wird es zu viel, dann lässt ihn einfach an der Seite. Viel Spaß! Stell dich zuerst mal aufrecht hin. Lass den Topanga in deiner rechten Hand und spür mal, was das Gewicht jetzt an einer Seite mit deinem Rumpf macht. Ja, du würdest dich gerne zur Seite ziehen lassen, arbeitest aber mit den Muskeln dagegen. Das heißt, deine eine Hälfte der Muskulatur arbeitet viel mehr wie die andere Seite. Und dann wechseln wir immer, einmal rechts, einmal links und spür, was da passiert. Wie du deinen Rumpf stabilisieren musst. Ja, genau. Es ist eigentlich dasselbe wie im Alltag, wenn du mit einer Hand eine Tasche trägst, dann merkst du, wie einseitig eigentlich da deine Muskeln zum Einsatz kommen. Genau, ruhig auch ein bisschen deine Knie mitnehmen. Man kann mitwippen. Nach vorne ausrichten deine Knie. Jawohl. Ganz locker. Deine Schultern nach hinten unten tief ziehen. Und dann beim nächsten Mal lässt du in deiner rechten Hand und schwingst ihn einfach mal vor und zurück. Und dein Schultergürtel so ein bisschen mit. Wechsel die Seite. Vor und zurück. Schaff dir Platz um dich rum. Noch einmal zurück, komm ein bisschen nach vorne und wechsel. Und ein letztes Mal die Seite und noch einmal wechseln. So, jetzt bleib da rechts und du tippst mal deine Fußspitzen nach vorne auf und von dieser Bewegung ziehst du gleich mal deine Knie nach oben, einmal rechts. Einmal links mobilisiere dein Hüftgelenk, deine Fußgelenke. Denke daran, nur so hoch, wie du wirklich aufrecht stehen kannst, wie dein Becken gerade bleibt. Genau. So, und jetzt nehmen wir noch was dazu. Wenn dein Bein hochgeht, dann schwingen wir den Topanga vor und genau. Hopp, lösen. Hoch. Lösen, hoch, lösen. Ja, versuch da so einen Rhythmus zu finden und immer wieder auf einem Bein zu stehen. Genau, welcher Rhythmus ist ganz egal. Halte ein Bein oben, mach weiter. Oh, schwieriger, wie auf beiden Füßen, oder? Gut, Seite wechseln. Halten. Merkst du wahrscheinlich schon wieder eine Lieblingsseite? Ich merke es auf alle Fälle. Ich hoffe, du auch. Und ein letztes Mal nochmal wechseln. Und jetzt die Ferse hinten hoch. Das macht es einen Unterschied. Merkst du wahrscheinlich mehr deine Rückenmuskulatur. Wechsel. Andere Seite. Ferse hinten hoch. Gut. Und einmal wieder lösen. Sehr schön. Jetzt nimmst du mal dein rechtes Bein nach hinten. Nimm den Topanga in deine linke Hand. Versuch dich aufzurichten. Ich zeige es dir von der Seite. Und komm mit deinem hinteren Knie Richtung Boden. Und wieder nach oben. Nochmal tief. Und wieder nach oben. Aufrichten. Ups. Jetzt. Die Hand geht hinter den Kopf. Machen wir weiter. Jawohl, spür deine Oberschenkel. Nochmal tief und hoch. Geht's? Noch zweimal. Vorsicht. Unten bleiben. Und jetzt versuch mal, deinen Rumpf zu neigen. Einmal zur Seite und nochmal.
Ja, spür deine schrägen Bauchmuskeln. Boah, sink noch zweimal. Wenn du Lust hast, noch mal tiefer kommen. Und zur Mitte zurück. Und entspannen. Auslockern. Sehr gut. Andere Seite. Linkes Bein zurück. Die Hand hinter den Kopf. Zweigleisig stehst du ein bisschen stabiler, wie wenn du dich so eng aufstellst. Und noch mal tief und hoch. Aufrecht bleiben. Gut. Jawohl. Komm so tief, wie es für dich okay ist. Ein paar schaffen wir noch. Nochmal. Und unten bleiben. Und jetzt neigst du dich auf die Seite und ziehst sie wieder zurück. Bring dich aus der Mitte. Spann deinen Rumpf an. Gut. Noch viermal. Noch dreimal. Oberschenkel meckert schon. Noch zweimal. Und ein letztes Mal zur Seite und entspann dich. Deine Beine darfst du so ein bisschen locker lassen. Komm in die Grätsche. Nimm beide Knie nach außen Richtung Fußspitze. Den Topanga nimmst du wie so eine Platte. Und jetzt setz dich tief nach unten. Versuch mal deinen Bizeps anzuspannen und schieb dich wieder nach oben. Kommt mal tief, beugen, wieder hoch und schieben. Nochmal tief, Bizeps und hoch. Natürlich merkst du auch die Oberschenkel, wenn es dir zu viel wird, geh nicht ganz so tief. Oder wenn du mehr möchtest, nimm den schwereren Topanga. Genau. Den mit den 4 Kilo. Nochmal. Bizeps. Und oberer Rücken. Letztes Mal noch. Und dann bleibst du mit den Armen oben. Komm ein bisschen in die Knie. Beuge jetzt deine Arme. Und streck sie. Du merkst jetzt deinen Trizeps. Schieben und beugen. Schau mal, dass deine Oberarme wirklich nah am Kopf bleiben und du nur deine Unterarme nach oben schiebst. Bauch ist fest, okay? Schieben und beugen. Rücken gerade, Bauch gespannt. Den Atem fließen lassen. Ja, das wird dann schon schwerer mit der Zeit. Am Anfang denkt man sich, ach, ist ja ganz einfach. Versuch richtig strecken. Gut. Merkst du schon was? Halte und nimm den Topanga nach vorne. Halt ihn nochmal. Genießen. Schultern tief. Lang strecken. Halten, halten, halten. Geht noch. Vielleicht magst du auch die Rückenstrecker, die mitarbeiten, deine Schultern und entspann dich. Gut, den Topanga einmal ablegen, auslockern und nach unten kommen. Und zwar setzen wir uns jetzt erstmal in den Topanga rein. Das heißt, du legst ihn ab, du kannst ihn fest auseinanderziehen, das darf man, der geht nicht kaputt. Und da können wir uns jetzt mal reinsetzen. Zieh nur so, wie du es brauchst. Und du hast für deinen Rücken so eine kleine Unterstützung jetzt. Den Topanga. Genau. Jetzt richte dich erstmal auf.
Und jetzt versuch die ein kleines bisschen zurückzulegen. Dann merkst du schon, ah, da muss der Bauchmuskel aktiv werden. Bauch fest, du kannst dich auch noch ein bisschen vorlehnen. Mit deinem Becken nach vorne gehen. Jetzt heben wir dein rechtes Bein, dein linkes Bein. Halten und löse deine Arme. So, und da bleiben wir jetzt einfach ein bisschen. Lesen ein Buch oder so. Schultern tief. Wenn du möchtest, streckst du deine Beine. Nein, lass sie ruhig gebeugt. Halten, halten. Bauch gespannt. Zittern. Noch 4, 3, 2 und dann ist wieder gut. Lass locker. Schön. Einmal hochkommen und zur Seite drehen. So, wir brauchen den jetzt gleich nochmal. Und zwar in der Hand. Du kommst auf die Seite, nimmst deinen Unterschenkel nach hinten, deinen Ellbogen unter deine Schulter. Ich habe dir jetzt den Ellbogen einfach meine Taille eingestützt. Hier bitte richtig hochziehen, ausatmen, dein Becken anheben. So, und jetzt versuchst du mal, den Topanga nach oben wegzuschieben und nochmal ranziehen. Also nochmal Becken hoch, Topanga weg und nochmal ran. Und schieben. Gut. 4. Noch 5. 6. Sehr schön. 7. Spür deine Taille. Deine Schulter. 8. Schaffen wir noch 8? Ja. 1. Nur noch 2. Nur noch 3. 4. 5. 6. Taille spüren. 7. Letztes Mal. Halten. Wenn du möchtest, streckst du das Bein nochmal und löst. Super. Schulter entspannen. Oh, die Taille entspannen. Und Gott sei Dank nur noch eine Seite. Auf die andere Seite drehen. Also wie gesagt, es geht auch ohne dem Gewicht. Unterschenkel zurück. So, jetzt schau wieder, dass der Ellbogen unterhalb deiner Schulter ist. Dein Becken ein bisschen nach vorne. Und den schiebst du nochmal nach oben. Und 1, wir hatten 2x8. Hochschieben. Bauch fest. 4, 5. Gut. So, jetzt kommen noch 8. Wie schaffst du? Schieb dich raus aus der Schulter. Vier, fünf, sechs, sieben und halten. Wenn du möchtest, nochmal das Bein strecken und entspannen. Lockern. So, jetzt kommen wir in die Rückenlage. Jetzt darfst du dich einfach mal nach unten abrollen. Ein oder beide Beine fassen, dich runterrollen, hier mal kurz lockern, Arme auslockern. Sehr gut. Ein Bein ziehst du jetzt mal ran, egal welches, und du kannst das Gewicht einfach auf deinen Fuß legen. Wenn es nicht geht, mach's ohne. Ja, geht auch. Wenn er fällt, der ist ganz weich. Also macht nichts. So, jetzt lass dein Knie erstmal gebeugt. Den anderen Fuß schiebst du mal richtig fest in den Boden. Deine flachen Fuß, Schultern sind locker. Und jetzt schiebe dein Becken nach oben. Atme aus. Atme wieder ein. Kannst das Knie einfach gebeugt lassen. Nochmal aus. Nochmal ran. Und hoch. Ja, du kannst es auch beugen und strecken. Gut. Nochmal. So, und jetzt bleibst du oben, spürst die Kraft in der Oberschenkelrückseite
und versuchst mal ganz kleine Kreise mit deinem Bein zu machen. Das ist anstrengend. Versuch mal dein Becken ruhig zu halten. Wenn es dir zu viel ist, unauffällig dein Becken ablegen. Genau. Bauchmuskulatur. Ja, schau mal, dass das Becken ganz ruhig bleibt. Da verändert sich eigentlich fast gar nichts. Halte noch mal oben und vorsichtig absetzen. Vorsichtig nehmen und mal auslockern. War gar nicht so schlimm, oder? Nur noch eine Seite. Anderes Bein, erstmal beschweren. So, den gegen anderen Fuß richtig fest wieder in den Boden schieben. Jetzt drücken und hoch. Und versuch dann, dein Becken hochzuschieben. Und wieder tief. Hoch und tief. Gut. Merkst du hier? Ich glaube, oben halten. So, ganz ruhig bleiben im Becken und kreisen. So, der tiefe Bauchmuskel ist jetzt dran. Kreis mal nur so groß, dass du dein Becken auch halten kannst. Ja, nicht übertreiben, lieber kleiner und dafür wirklich halten. Gleich haben wir es geschafft. Noch zwei. Noch ein letztes Mal. Oben bleiben im Becken. Und vorsichtig wieder ab. Und den Pupange ablegen. Einmal zur Seite legen. Deine Beine so richtig lockern. Entspannen. Sehr gut. Und dann hol dir nochmal vorsichtig das Gewicht. Eine letzte Übung. Ziehst deine Knie nochmal ran. Nimmst den Topanga noch einmal hier um die Unterschenkel. Atme aus. Heb deinen Kopf. Mach dich kurz klein. Gut. Der Bauch ist fest. Deine Schultern sind locker und dann versuchst du dich langsam hier auf deinem Rücken vor und zurück zu rollen. Halt dich fest wie an einem Lenkrad. Bauch sanft nach innen ziehen. Wenn dir das unangenehm ist, dann bleibst du wieder ganz klein und machst dich nur rund. Du kennst ja das Rollen inzwischen schon. Und ein letztes Mal setz dich auf und nach oben und entspann dich hier. Den Rücken so richtig rund machen. Fleißig. Und aufrichten. Die Beine zur Seite legen. Jetzt bleib ruhig mal sitzen. So wie es für dich jetzt angenehm ist. Richte dich auf. Brustbein öffnen. Mit deinem rechten Arm nach oben und lass dich jetzt mal nach links neigen, ziehen, also richtig lang. Beide Gesäßhälften am Boden lassen. Seite wechseln, andere Seite. So richtig deine Taille lang ziehen. Und nochmal im Wechsel. Einmal rechts und einmal links ziehen und ziehen. Und dann bleibst du mit einem Arm oben. So, jetzt schauen wir mal, ob du geübt hast. Von unten die Hand fassen und klappt schon. Wenn nicht, dann zieh nochmal den Oberarm von oben ein Stück tiefer. Ansonsten fass die Hand. Vielleicht klappt es ja wieder mit Handtuch. Deiner linken Hand Handtuch nehmen
und dann mit der rechten fassen. Aber nach den 4 Wochen klappt es, da bin ich mir sicher. Wieder lösen, mal die andere Hand probieren, ist meistens ein bisschen anders, entweder fassen oder von oben den Ellbogen nach unten ziehen. Spüre den Trizeps, den wir heute so ein bisschen gekräftigt haben. Und dann lässt du nochmal los, entspannst dich. Kommst alles weiter auf deine Knie, stützt dich auch auf die Oberschenkel, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, lass dir Zeit. Wirklich langsam nochmal zum Stehen. Bleib nochmal stehen, ganz nochmal pendeln, nach rechts, links, nach vorne und hinten. Spür deine Mitte, die wir heute wieder richtig stabil gemacht haben. Auch mal andersrum pendeln. Spür deinen Stand, fühlst du dich verwurzelt mit dem Boden? Bist du fit für den restlichen Tag? Hoffentlich. Jetzt atme nochmal ganz tief ein, mach dich ganz lang, atme nochmal aus und lass dich fallen. Nochmal ein, streck dich nochmal, zieh dich nach oben, mach dich so richtig lang. Magst du dich nochmal irgendwo hinstrecken? Atme aus, locke deine Arme aus und hoffentlich bis morgen.